Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Und damit schon mal willkommen bei Alan Wake. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf mit... Okay. Klar, gehen Sie mit WASD. Haben Sie Umschalt gedrückt, um zu rennen. Ja, Alan Wake, 2012 rausgekommen und dieses Jahr kommt noch der zweite Teil raus. Deswegen dachte ich mir, ist es jetzt mal höchste Eisenbahn, dass wir auch den ersten Teil. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Ja, also wir mussten zum Leuchtturm. Und höchste Zeit, dass wir auch den ersten Teil mal hier auf dem Kanal bringen. Legendäres Spiel. Legendäres Entwicklerstudio. Passt alles. Und großartige Atmosphäre. Ich habe das Spiel vor vielen, vielen Jahren mal durchgespielt. Kann mich aber an fast nichts mehr erinnern. Missing. Have you seen this man? Das ist übrigens nicht die remastered Version von Alan Wake, sondern tatsächlich das Original. Weil das Original besitze ich auf Steam und das Remastered gibt es schon bei Epic, denn Epic hat das finanziert. Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und die Küchen, damit es die Spannung steigert? Jetzt stecken Sie in dieser Geschichte und ich... Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkotziges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Ganz schön beleidigend. Ja, also das Original... Das Original und das Remake und Teil 2 wurden von Epic finanziert, deswegen gibt es die nur im Epic Game Store. Aber so gut sieht das Remake, also so viel besser sieht das Remake nicht aus, als dass es sich gelohnt hätte, da nochmal... Sie haben den Termin verpasst! Mist.
da nochmal den Vollpreis zu behappen. Die können mich nicht aufhalten. Gut gemacht. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ja, komm mal schon. Es gab kein Entkommen. Tom the Poet. Das bin ich. Bin ich nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Geben Sie sich in Sicherheit. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin hier und kam, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben.
Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ja, Licht ist quasi das zentrale Element in Alan Wake. Tschüss. Wo ist er hin? Das war's dann. Eieiei. Oh. Keine Batterien mehr. Ah, okay. Stark. Ich habe ihn einfach runtergeschubst. Wow. Kann ich ewig weitermachen? Bitte nicht. Geschafft. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Ja, endlich wieder wach, endlich wieder awake. Können wir so
mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Alles okay. Klar. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Moin. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Danke, Mann. So, hast du genug Fotos gemacht? Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Wie süß. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Al. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Siehst du, ist doch nett. Alan, wir sind da. Ja, das sehe ich auch. Komm zurück zum Auto. Ich stehe direkt vor dir. Ach, ist das schön, die Kleinstadt. Na komm, Schnarchnase. Ich erledige alles. Ich habe alles warte. Arrangiert, ich fahre das Auto, ich trage sogar das Gepäck. Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und die Fahrt genießen. Ja, klingt, als hättest du einen Vollpelz geheiratet. Ja, aber ich habe ein Faible für ihn. Na los, du Faulpelz. Lass uns gehen. Ja, ich bewege meinen süßen Hintern ja schon zum Auto. Nicht so hetzen. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starship vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Ja, steht da doch gut. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon 2. Ja, danke, Rose. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Ja, unfassbar, ne? So viel zum ruhigen Urlaub. Sind Sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Danke, Rose. Wir werden daran denken.
Sehr nett. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kalkulat Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber wir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Kokonat schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Das ist genau mein Ding. Oh ja. Oh ja, Kokonat. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Ja, aber hier. Nee, da. Da ist nicht Kokonat. Da. Das ist Vanilla. Thermosflasche nehmen. Jawohl, 1 von 100. Was machst du denn da? Rose, da steht eine komische Alte. Guck mal. Okay, die sagt aber nichts mehr, schade. Ich konnte nicht gehen. Ich musste Carl Stucky finden, um den Hüttenschlüssel zu bekommen. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Mac. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Immer diese übereifrigen Fans, ja, ich kenne das ja auch. Wir wollen doch nicht sterben, oder? Oder gar Schlimmeres. Ich habe Carl Stucky gewarnt, aber er wollte nicht hören. Deswegen laufen wir ihm mit zur Toilette nach. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Ja, danke, sehr nett. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort, sehr inspirierend. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Toilette müsste, ist da abgeschlossen. Gut. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ja, ich auch. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Definitiv. Wir mal gucken, ob die jetzt immer noch steht. Ob die auf magische Weise verschwunden ist. Ich hatte es nicht gesehen, aber die alte Lady war gegangen. Aber ihr Schatten war noch da. Naja, du bist bestimmt nur auf Toilette. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Versuch da rein. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ist ja schön für die beiden. So Leute, macht's gut, ne? Tschüss. Fire and Bandit. Ja, komm schon. Tschüss, Mr. Wake. Tschüss. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich hab Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mist!
Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Maine auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller. Aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drinnen, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Aber vorher wollte ich mich noch umschauen. Und ging deshalb den Berg zurück hoch. Die sich gar nicht wundert, wo ich hingehe. Wie weit geht's hier denn hoch, bitte? Man kommt tatsächlich bis zur Karre. Die Hütte verdankte ihren Namen offensichtlich der Form der Insel. Sie ähnelte einem riesigen Vogelbein. Alice hatte erwähnt, dass der See eine Caldera war. Unter ihr schlummerte ein Vulkan. Sieht voll cool aus. Was haben die denn da? Ach, das sind Koffer wahrscheinlich, ne? Die nicht mehr in den Kofferraum gepasst haben. So, und da kommen wir her. Okay. Dann gehen wir mal auf den Vogelfuß drauf. Ein alter Brunnen. Sieht schon schön aus. Klar, man sieht, dass das Spiel schon über 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber ich finde, es kann sich trotzdem noch sehen lassen. Wenn das Remake wahrscheinlich da noch mal ein bisschen was oben drauf setzt. Aber es ist auch so schon noch ansehnlich. Bird Leg Cabin. Ach da, die läuft ein bisschen langsamer. Die joggt hier nicht so motiviert durch die Gegend. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Wer weiß. Ein Generator? Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Schade. Das als Hotel ist schon cool.
Ich meine, wenn du hier Urlaub machst und da ins Hotel gehst. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar. Ich habe den Generator ja schon erblickt. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Danke. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Doch dann kam alles anders. Altes Schaukelpferd. Das ist cool. Alice? Schatz? Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh la la. Getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Rose, ich... Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion. Ja, da konnte er nichts für. Nur weil ihr Goopy da sein Goopy da anruft. Ja, bin unterwegs. Die hat einfach so ihre Hose da übers Geländer geworfen. Das knittert doch. Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst Vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott, verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt.
plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Ja. Nein, nein, ah! Bleiben Sie weg von... Alice? Ah! Alice! Oh nein! Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Was ist das denn? Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma. Von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Alles nur, weil sie ihm eine Schreibmaschine mitgebracht hat. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Na, so eine lange Wanderung auch wieder nicht, ne? Mist. Das ist ein Totalschaden, würde ich sagen. Dichter Nebel. Hallo? Was leuchtet denn da? Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Können Sie mit F5 aufrufen? Das Titelblatt des Manuskripts. Departure von Alan Wake. Achso. Wake wird vom schattenhaften Mörder angegriffen. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Sowas findet man noch gerne nachts im Wald. Würde ich sagen. Dafür, dass er einen Unfall hatte, geht es ihm immerhin noch ziemlich gut. Da ist eine Hütte.
Ein Sägewerk. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Ja, vielleicht hat das Sägewerk ja auch ein Telefon. Gehen wir mal rein da. Ach, Ellen. Kletter doch da über diesen kleinen Baum. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Wildfahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh. Ehrlich und fair. Gott, wo soll ich denn hin? Wake bekämpft einen Besessenen. Der Besessene stand wirklich vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. So war's. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Yes, Johnny. Verwenden Sie Einzelwaffen, um Objekte zu wechseln. Oh ja. Batterien. Immer gut. Ich wollte die Tür nicht öffnen, solange draußen womöglich eine Axt auf mich wartete. Alles klar, Leute. An dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter bei Alan Wake. Schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.